Aus dem ganzen Bistum Hildesheim haben sie sich auf den Weg gemacht. Die meisten jedoch kommen aus dem Eichsfeld. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Pilger, die an der großen Wallfahrt nach Germershausen teilnehmen. Dort beten sie zur Mutter Gottes. Dem Gnadenbild Maria in der Wiese vertrauen sie ihre Wünsche und Bitten an. Ihre Hoffnungen und Sorgen, sagen ihr aber auch ihren Dank. Wir kommen hierher, um ganz besonders unsere Mutter Gottes um ihre Fürsprache zu bitten. Gemeinsam zu beten, gemeinsam zu singen. Viele Priester sind da, eine gute Predigt hört man meistens. Wir erleben hier einfach gemeinsam wunderschöne Stunden. Es ist eine alte Tradition. Schon seit 334 pilgern die Gläubigen immer am ersten Sonntag im Juli zum einzigen Marienwallfahrtsort des Bistums Hildesheim nach Germershausen, zum Gnadenbild Maria in der Wiese, das aus dem 15. Jahrhundert stammt. Auf der Wiese vor der Kapelle kommen dann Tausende zusammen, um gemeinsam die heilige Messe zu feiern. In diesem Jahr mit dem Hildesheimer Bischof Norbert Trelle. Man geht in Gruppen los, unterwegs, trifft sich. Und von daher ist es ein Ort des Glaubens und der Kommunikation. Für ein Bistum sind solche Orte von ganz großer Bedeutung. Für unser Bistum Hildesheim ist das Eichsfeld ein Segen. Essen hält Leib und Seele zusammen. Nach dem Gottesdienst kommen die Teilnehmer miteinander ins Gespräch, spüren Gemeinschaft und Freude am Glauben. Seit Kindesbeinen bin ich schon gern hier nach Germershausen gekommen, meistens mit meinem Vater zusammen und meinen Geschwistern. Und ich bete oft zur Mutter Gottes und die hat mir auch immer sehr geholfen in meinem Leben. Mit einer Andacht vor dem Gnadenbild endet die große Wallfahrt. Die Pilger spüren ein Gefühl von Gemeinschaft und Geborgenheit. Sie glauben fest daran, dass ihre Fürbitten bei der Mutter Gottes gut aufgehoben sind. Ein Glaube, der Kraft gibt, sagt Propst Bernd Galuschke. Ich glaube, die Menschen nehmen mit und deswegen kommen sie auch immer wieder her. Einmal, dass es Spaß macht, gemeinsam zu beten, diese Art Gottesdienst zu feiern in einer entkrampften Form und ja, eine freundliche Atmosphäre, wo es einfach der Seele gut tut, da zu sein.